Hermerode, seit 2009 zur Einheitsgemeinde Mansfeld gehörend, ist eigentlich durch seine Schneckenfarm über die Grenzen des Mansfelder Landes hinaus bekannt geworden. Diese gibt es schon seit 3 Jahren nicht mehr. Gleich gegenüber des ca. 4 Hektar großen Geländes, das heute wieder ackerbaulich genutzt wird, ist nun jedoch ein Spielplatz entstanden. Am 10. September wurde er mit einem kleinen Fest, organisiert vom Traditionsverein und vom neu gegründeten Förderverein der Feuerwehr des Ortes, an die 110 Einwohnerinnen und Einwohner, vor allem aber an die Kinder übergeben. Initiator und Betreiber der ehemaligen Schneckenfarm war übrigens Henry Strache, heute Ortsbürgermeister von Hermerode. Er konnte zur Eröffnung auch dem Bürgermeister der Einheitsgemeinde Mansfeld, Andreas Koch, sowie Herrn Schuster von der Sparkasse Mansfeld-Südharz begrüßen. Herr Strache dankte allen, die an der Verwirklichung der Idee, hier einen Spielplatz zu bauen, mitgewirkt haben. Vor allem den beiden genannten Vereinen des Dorfes, dem Ortschaftsrat, aber auch den Mitarbeitern des Bauhofes Mansfeld. Der Spielplatz, dessen Spielgeräte nicht aus Holz, sondern Metall bestehen und damit bis zu 40 Jahren halten können, war allerdings kein Schnäppchen. Mehr als 10.000 Euro flossen in Erdaushub, Fallkies, Klettergerüst, Schaukeln und Rutsche. Da ging es ohne Sponsoren nicht. Neben der Medeva und der Raiffeisen- und Warengenossenschaft Mansfeld war es vor allem ein junger Unternehmer, der erst vor einem Jahr nach Hermerode kam. Konstantin Horsch, Abkömmling des weltweit führenden Landtechnikherstellers aus Bayern, der 3.000 Euro beisteuerte. Schließlich übergab auch Mike Schuster, Filialleiter bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz, noch einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro. Das Geld soll, wie der Ortsbürgermeister sagte, in einen Zaun rings um den Spielplatz investiert werden. Auch Andreas Koch bedankte sich am Ende des offiziellen Teils für das Engagement aller Beteiligten und wies auf ein weiteres, noch größeres Projekt in Hermerode hin. So wurde ein neues Feuerwehrhaus errichtet, das ebenfalls noch in diesem Jahr seiner Nutzung übergeben werden soll. Doch dann gingen die Hermeröder zum gemütlichen Teil der Veranstaltung über, mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Auch wenn alles lecker war, tauschten die Kinder die Kaffeetafel schnell wieder gegen ein Spielgerät. So wie der kleine Jonathan, der sich einen Platz auf dem von der Medeva gesponserten Wackelpferdchen sicherte. Ja, mein Name ist Konstantin Horsch. Ich bin 29 Jahre alt und bin seit circa ein bisschen über einem Jahr hier in Hermerode gelandet. Wir haben vor einem Jahr den Landwirtschaftsbetrieb Hell und die Agrarproduktion Pansfelde hier mit übernommen. Dadurch, dass wir uns ja auch versuchen zu integrieren in den Ort, möchten wir auch helfen, wo es geht, bei allen möglichen Sachen. Und somit haben wir uns auch mit beim Bau dieses Spielplatzes, beim Sponsoring mit beteiligt. Und Sachen, die wir gerne machen und wo wir auch gerne unterstützen, gerade wenn es fürs Allgemeinwohl auch ist und gerade auch für die Kinder.